Wenn du schon häufig versucht hast abzunehmen, aber immer wieder danach in alte Gewohnheiten verfallen bist, dann ist dieses Video das Richtige für dich, denn ich erzähle heute, wie das bei mir war, was mir geholfen hat und woran es eigentlich die ganze Zeit davor gescheitert hat. Los geht's. Kurzer Disclaimer, ich mache das heute nicht wissenschaftlich, sondern ich erzähle einfach mal so ein bisschen. Wir versuchen das dann doch ein bisschen psychologisch zu machen. Und es geht auch sofort mit dem Wichtigsten los. Und das Wichtigste ist auch etwas, was ihr mich gefragt habt. Und das ist unsere Identität. Denn wenn du Gewohnheiten hast und versuchst, andere Gewohnheiten anzunehmen, aber deine Identität nicht veränderst auf lange Sicht, dann wird das immer scheitern. Ich gebe dir ein Beispiel Sport. Ich war immer so ein Antisportler. Ich habe Sport gehasst. Ja, ich wurde damals zum Schwimmen gezwungen. Wie glaube ich irgendwie viele. Auch keiner in meiner Familie war irgendwie sportlich oder ich kann das auch nicht, dass Erwachsene Sport gemacht haben. Ne? Ich dachte immer, das wäre für Kinder. Ich habe das halt immer so mit Schmerz empfunden. Und nach dem Schwimmunterricht, da musste ich, irgendwie 2 Jahre später wurde ich zum Basketballunterricht gezwungen, war da auch ultra schlecht. So sehr, dass auch mal so ein Klassenkamerad sich das angeguckt hat und hat meine Ballkontakte gezählt und mich dann damit aufgezogen, weil die so wenig waren. Ja? Also schon fiese Sachen. Aber das führte natürlich dazu, dass ich kein Sportler war. Und ich habe mich dann halt auch verhalten, wie kein Sportler. Das bedeutet ja automatisch, dass du dir Mühe gibst, in der Schule gut zu sein, ja, weil du bist dann halt eher so einer von den schlauen Nerds. Aber dass ich irgendwann mal Sport vielleicht auch ein bisschen gerne machen könnte, das stand halt nie zur Debatte. Und das war ein riesiges Problem, weil wenn du kein Sportler bist, dann musst du dich zu jedem Training zwingen, weil als kein Sportler-Identität willst du ja keinen Sport machen und du hast Schmerzen dabei. Wenn du allerdings die Identität eines Sportlers annimmst, dann wirst du dich so verhalten. Dann wirst du dich aufs Training freuen, wirst da durchziehen, wirst dich danach gut ernähren und. Ich will dir das vielleicht mal an einem anderen Beispiel klar machen. Nehmen wir mal an, du versuchst aufzuhören mit dem Rauch. Kannst du entweder sagen, wenn dir jemand eine Zigarette anbietet, nein, danke, ich versuche gerade aufzuhören. Dann bist du aber immer noch in der Identität eines Rauchers. Wenn du aber sagst, danke, ich rauche nicht, dann bist du ein Nichtraucher und verhältst dich auch wie ein Nichtraucher. Vielleicht ist das ein bisschen weird, wenn du das erste Mal von dieser Identitätsgeschichte hörst, aber ich versuche es noch ein bisschen besser zu erklären. Deine Gewohnheiten prägen deine Identität und auch umgekehrt. Und wenn du etwas an beiden verändern möchtest, das bedeutet, du möchtest vielleicht ein Mensch sein, der ein bisschen mutiger ist, der vielleicht mehr Sport macht, der abnimmt. Vielleicht möchtest du aber auch ein Musikinstrument lernen. Dann musst du deine Gewohnheiten ändern. Und dann ändert sich deine Identität. Beziehungsweise auch umgekehrt. Es wäre viel simplerer, wenn du nicht überlegst, ich spiele jetzt Klavier, sondern ich werde Musiker. Ich bin Musiker und dann spiele ich halt automatisch Klavier. Und das ist jetzt total einfach gesagt. Weil letztendlich haben wir jetzt ja eine Identität, also du und ich jetzt in diesem Moment, die aus unserer Vergangenheit besteht und die geprägt wurde von Glaubenssätzen, von unserer Familie, von unserer Kindheit, von dem, was andere von uns denken. Und wir sind ja so, wie wir sind in diesem Moment. Und deswegen wäre so der zweite Tipp, du bist nicht so, wie du bist jetzt. Es ist viel besser, wenn du dich als fließendes Konzept betrachtest. Es gibt Leute, die sagen, ich muss mich akzeptieren, so wie ich bin. Und das ist Bullshit. Du musst dich nicht so akzeptieren, wie du bist. Vor allen Dingen, wie du jetzt bist, ist ja eine Statusaufnahme. Ja, vielleicht willst du aber anders sein. Vielleicht denkst du, boah, ich bin aber häufig unfreundlich. Wenn irgendeine Krise kommt, dann verfalle ich in Panik. Ich will nicht so sein. Dann kannst du deine Identität bzw. kannst dich ja ändern. Das bedeutet nicht, dass du dich selbst aufgibst oder so. Ein Riesenproblem hat da diese toxische Body-Positivity-Szene, die im Prinzip sagt, in der Selbstakzeptanzwelt, ja, reden wir von mehr Gewicht, große Körper oder so, weil da scheint es so zu sein, dass Leute sagen, sobald du dich verändern willst, akzeptierst du dich nicht. Und das ist aber ein Riesenproblem, weil vielleicht möchtest du ja gar nicht so sein, so zu 100% jetzt, wie du bist. Also wenn ich jetzt an mich denke, jetzt in diesem Moment, dann habe ich doch ein paar Sachen, die ich einfach nicht geil an mir finde. Ob es jetzt das Aussehen ist, ob es meine Charaktereigenschaften sind, an denen ich aber gerne arbeiten möchte. Das ist doch völlig okay. Aber ich muss mich ja jetzt in diesem Moment nicht so akzeptieren, wie ich jetzt bin. Ich muss die unveränderlichen Körpermerkmale, sagen wir es mal so, muss ich akzeptieren und die anderen Sachen, daran kann ich arbeiten. Das heißt, das wäre so der zweite Schritt, sieh dich nicht selbst als jetzt gegenwärtige Statusaufnahme und sag, du kannst dich nicht verändern, sondern sieh dich einfach als fließendes Konzept. Vielleicht blende ich hier mal ein Beispiel von einem Podcast ein, den ich gesehen habe. Verläuft meistens so, dass es knallt, dann fange ich an, dich... Eigentlich wegen irgendeinem kleinen Mini-Ding. Dann werde ich laut, schreie dich an, weil... So bin ich. Du hast jetzt gerade einen Mann gesehen, der gesagt hat, ich schreie dich an, weil so bin ich. Und da siehst du, ja, willst du so sein? Willst du ein Mann sein, der seine Frau anschreit? Und dann aber als Rechtfertigung sagt, so bin ich. Der hat doch gar nicht verstanden, wie Psychologie funktioniert, was die Identität bedeutet, was ich selbst akzeptiere oder was auch immer, was das alles bedeutet. Plus es ist ja auch ein bisschen weird, dass solche Inhalte in Podcasts transportiert werden. Also du musst nicht so sein, wie du jetzt bist. Akzeptiere die unveränderlichen
Merkmale und dann sieh dich als fließendes Konzept und versuch dich weiterzuentwickeln. Und bei mir persönlich jetzt nochmal hat das wirklich Ewigkeiten gedauert, weil ich hatte ja diesen psychologischen, medizinischen Hintergrund gar nicht. Ich bin dann ins Fitnessstudio dann irgendwann gegangen, wollte trainieren, aber ich war auch selbst nicht so ehrlich und habe gesagt, hey, ich möchte so und so aussehen, ich möchte stärker werden, ich will den und den Körper, ich möchte der und der Mensch sein. Sondern ich habe Ewigkeiten mir selbst immer eingeredet, dass ich das eigentlich nicht will und ich will ja nicht so sein wie die und so. Und dann führt das natürlich dazu, dass ich dich da, also ich fand das auch sehr, sehr unmännlich, sich gesund zu ernähren. Das ist auch sowas, weißt du. Ich fand das halt voll unmännlich und ich dachte, ein richtiger Mann muss ja Bier trinken und so. Was dir helfen wird und was mir damals auch geholfen hat, ist mir zu überlegen, hey, was für ein Mensch möchte ich denn sein? Nicht, was für ein Mensch bin ich jetzt, akzeptiere das, sondern was für ein Mensch möchte ich sein, ja? Oder möchte ich werden? Also du könntest dich ja mal fragen, wenn du jetzt ein Ziel hast, du möchtest 10 Kilo abnehmen, ja? Oder du willst den und den Körper. Dann könntest du dich ja einfach mal fragen, was für ein Mensch könnte 10 Kilogramm Muskulatur aufbauen? Oder Fett verbrennen. Kannst du dich jetzt im Prinzip fragen? Oder was für ein Mensch könnte ultra sportlich sein? Vielleicht kannst du das auch einfach mal aufschreiben. Schreib dir vielleicht dein Ziel auf. Ja, du möchtest jetzt abnehmen oder mehr Geld verdienen oder eine Sprache lernen oder Musikinstrument. Oder du möchtest vielleicht dich mal selbstständig machen irgendwie. Nehmen wir doch mal das Beispiel Selbstständigkeit. Du musst überlegen, okay, was für ein Mensch könnte sich selbstständig machen? Was für eine Identität hätte der? Wäre Schritt Nummer 1, der müsste ja mutig sein, weil seinen sicheren Job zu kündigen, um dann vielleicht irgendwann mal Geld zu verdienen, da musst du ganz schön mutig für sein. Was bräuchte der noch für Charaktereigenschaften? Okay, der müsste gut mit Rückschlägen umgehen. Der muss widerstandsfähig sein. Also wenn du dich fragst, was habe ich für ein Ziel Nummer 1? Da kannst du jetzt überlegen, was für ein Ziel du hast. Ich freue mich natürlich immer, wenn das mit Gesundheit zu tun hat. Notierst du dir erstmal ein Ziel. Zweitens notierst du dir, was für ein Mensch das schaffen könnte. Und vollkommen ab, was du für ein Mensch jetzt in dem Moment bist. Einfach nur, was für ein Mensch könnte Millionär werden oder was für ein Mensch könnte 10-mal im Monat ins Fitnessstudio gehen oder so. Und dann, Schritt Nummer 3, kannst du dir ja die Gewohnheiten und Tätigkeiten aufschreiben, die dieser Mensch macht. Und das ist der erste Schritt, wie du die Identität dieser Person annimmst. Das ist alles ein bisschen leichter gesagt als getan, aber es ist auch nicht so schwer, dass man das gar nicht versuchen sollte. Also mir würde es mal einen Gefallen tun, wenn du das einfach mal überlegst, mal dein Ziel, schreib auf, was für ein Mensch, was müsste der für Charaktereigenschaften haben und was müsste der für Gewohnheiten haben. Also ich hoffe, ich konnte das mit der Identität erklären. Ja, das ist gar nicht so leicht, das ist ein bisschen komplex, wir können da vielleicht noch mal tiefer reingehen. Schreib mir das gerne in die Kommentare, wenn du das möchtest, ja, wie jetzt man genau Schritt für Schritt vorgeht, mache ich gerne ein Video dazu. Kommen wir zum dritten Punkt, und zwar Intermittent Fasting. Also was rein medizinisches, ja, beziehungsweise was ernährungswissenschaftliches, das ist eine ziemlich geile Ernährungsform, für mich jedenfalls, denn ich liebe es, mich richtig voll zu fressen. Finde ich total geil. Und ich liebe es auch einfach auf der Couch zu sitzen und Netflix zu suchten. Und mit dieser Ernährungsform kann ich genau das machen. Also ich kann, wenn ich arbeiten muss, wenn ich trainieren muss, was auch immer, muss ich nichts essen. Ja, faste ich, macht mir manchmal sogar ein bisschen zu viel Stress. Aber dann abends kann ich sehr viel essen und genießen und habe halt auch nicht immer dieses Hungergefühl. Wenn du jetzt eine Diät machst, wo du jetzt zum Beispiel nur Kalorien zählen musst, kann es sein, dass du immer ein bisschen Hunger hast. Und das ist dann ja wirklich eine sehr unbefriedigende Geschichte. Ein Hinweis, wie ich darauf gekommen bin, denn Intermittent Fasting kannte ich schon vor Ewigkeiten, aber ich habe es nie gemacht. Ich wusste ganz genau, wie das funktioniert. Aber wieso habe ich es dann gemacht? Ich habe ein Video von Dr. Mike gesehen. Da ging es noch nicht mal um Intermittent Fasting, sondern da ging es irgendwie um 12 Tipps oder 10 Tipps für einen Sommerkörper oder so. Und da hat er gesagt, hey, Intermittent Fasting ist irgendwie ganz cool. Und das Verrückte ist, und deswegen glaube ich so sehr an unsere Mission, die wir hier haben, nämlich dir zu zeigen, wie geil ein gesundes Leben ist. Manchmal geht es gar nicht so sehr um die Inhalte. Dass du jetzt ganz spezielle Inhalte bekommst, die wichtigsten Inhalte für deine Gesundheit sind, Obst, Gemüse, Schlaf, hart arbeiten, Stress vermeiden, Sport, Bewegung. Ja, wenn du das ist der Inhalt. Aber was halt wichtig ist, ist der Rahmen, dass dir das irgendwie transportiert wird, dass du so richtig Bock hast und Inspiration. Und ich habe halt wirklich dieses Video gesehen und dachte, ey, stimmt, er hat recht, ich probiere es doch einfach mal aus. Und da schreiben mir auch ganz viele, dass es genau anscheinend auch bei meinem Content so ist und deswegen finde ich das halt einfach toll, dass wir das machen. In diesem Sinne kannst du direkt folgen, wenn du regelmäßig solchen Content haben willst, der dich halt dann versucht jedenfalls ein bisschen gesünder zu machen. Und der letzte Punkt, und den mache ich ganz kurz, ich habe dann doch gelernt, mich zu akzeptieren. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, weil ich ja die ganze Zeit gesagt habe, ey, du musst dich jetzt nicht akzeptieren, wie du bist. Aber es gibt halt bestimmte Eigenschaften, wo es sehr schwierig ist, sie abzulegen und die aber vielleicht auch gar nicht so wichtig sind. Zum Beispiel habe ich dir ja schon gesagt, ey, ich bin ein Stubenhocker. Am liebsten bin ich zu Hause,
und chill. Ich will nicht ständig raus oder irgendwas machen und auch irgendwie, ich sag jetzt mal spazieren gehen oder so, fand ich bis vor einem Jahr ganz schrecklich, sondern ich wollte halt dann hart trainieren und dann den ganzen Tag liegen. Da denkt man ja, dass das was Schlechtes ist, dass ein anderer wird sagen, hey, es ist schönes Wetter, du musst doch raus in die Sonne. Weißt du, was mich beim schönen Wetter, das regt mich auf, weil ich bin drin und die Reflexion von der Sonne ist auf dem Fernseher. Bin ich voll doof. Ich freue mich dann über Regen, ja. Da ist so drin so schön gemütlich. Ja, ich will nicht raus. Ich will mit einem guten Gewissen drin bleiben. Das kriege ich am besten, wenn es draußen regnet. Das ist ja sowas Verrücktes. Was ich aber dann gelernt habe, zu akzeptieren. Ich bin dann halt nicht der Typ, der irgendwie ständig rausgeht oder so, sondern ich bin der, der für den Krafttraining super funktioniert und Intermittent Fasting. Aber dieses, du musst die ganze Zeit rausgehen, wenn die Sonne scheint, das bin ich nicht. Und erst seit irgendwie einem Jahr oder so finde ich auch Spazieren auf einmal ganz toll, aber das brauchte ich nicht. So, da habe ich mich akzeptiert. Genauso, ich hasse es zu lesen. Wenn du dich weiterbilden willst, dann war das halt vor 30 Jahren so, da musstest du natürlich lesen. Gott sei Dank ist das jetzt nicht so. Jetzt sage ich ganz offensiv, ich lese nicht mehr. Also ich versuche so wenig wie möglich zu lesen. Ich habe so ein paar Stichpunkte, ja, die stehen hier drauf, das ist okay. Aber ich bin der Typ, der sich Hörbücher und Podcasts und halt wirklich YouTube-Videos reinzieht. Ich habe auch ein kleines Team, das recherchiert für mich. Die machen das immer mit Memos. Ich weiß nicht, ob ich so eine Art Legasthenie habe oder ob ich einfach zu faul oder zu dumm bin zu lesen. Aber das ist völlig okay, das habe ich akzeptiert und versuche halt das Beste daraus zu machen, indem ich die Sachen halt höre. So, in diesem Sinne, das war mal so ein privates Video. Ich weiß nicht, ob das zu unwissenschaftlich ist oder ob ich bei der Identität zu viel rumgelabert habe. Ich kann auch gerne nochmal ein ausführlicheres Video dazu machen. Wenn du noch ein privates Video sehen willst, wo ich hier ein bisschen wissenschaftlich erkläre, dann ist das hier. Das sind Lebensmittel, die ich jeden Tag esse. Und wenn du Abnehmtipps haben willst, dann guck dir dieses Video an.